Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm RP. Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations, die Offenbarung, ganz genau. Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben in Sequenz 5, wir haben Sequenz 4 beendet, haben das zweite Siegel geholt und alles war cool. Ja, allerdings sind wir jetzt in Sequenz 5 und es geht, wir müssen uns mal an die Janitscharen ranhängen. Und das werden wir auch direkt machen. Und Süleyman hat uns gesagt, wir müssen zum Bazar. Ich glaube, weiß nicht, ob es... Ja, bei mir ist der Ton ein wenig laut gerade, hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, es geht. Fühl ich auch. Ich würde mal sagen, wir gehen dann direkt... Wie viel Geld haben wir eigentlich? 3.100. Kann man sich noch irgendwas gönnen hier? Nee. Alles klar. Ja, stimmt, wir hatten uns ja auch schon gut versorgt. Letzte Folge. Noch am Ende. Diese räudigen Bluthunde des Teufels finden. So, ich habe wieder ein bisschen Zeit aufzunehmen. Ich hatte gedacht, vielleicht schaffe ich ja Sequenz 5 und 6 innerhalb von drei Stunden. Also jetzt. Und wir reden einfach mal mit dem Mann hier. Würde ich sagen. Also viel Spaß. Dieser Teppich, unglaubliche Qualität. Eure Füße werden euch mehr lieben als euer Weib. Ich bin nicht verheiratet. Da seid ihr gut dran. Kommt, fühlt. Ihr habt heute viel verkauft. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Die Janitscharen konfiszierten die meisten Teppiche, nur weil sie importiert waren. Kennt ihr Tarek Baletti, ihren Hauptmann? Er ist hier irgendwo ein arroganter Mann, aber... ihr beleidigt mich, Herr. Ich kann nicht weniger als 200 Aktien nehmen. Letzte Chance. Wenn ich ihn finde, frage ich ihn nach den Teppichen. Ihr seid ein sehr falscher Jabanche. Einigen wir uns auf 180. 180 Aktien und wir bleiben Freunde. Tut mir leid, für solchen Kram bezahle ich nicht mal einen Euro. Die Janitscharen. Ezio und Süleyman verdächtigen den Janitscharen-Hauptmann Tarek Baletti mit den Templern im Bunde zu stehen. Finden, verfolgen sie ihn, um mehr zu erfahren. Zwei Wachen mit Bomben ablenken. Wenn Sie Kirschköderbomben wählen, werden Ihre Ablenkungsbomben zerlegt und die Teile erscheinen wieder in Ihrem Inventar. Wollen wir zerlegen? Ja, komm. Wir nehmen uns die Kirschköderbomben. Geht vor. Alles klar, wir folgen mal und wenn man. Wenn man Roma hat. Ich hoffe, Selim kehrt bald in eine Zuversicht und mit stärkerer Führung zurück. Weiter so! Ja! Ja, das ist diese typische Verfolgungsmission, die es in Assassin's Creed halt einfach immer gibt, irgendwie. Und deswegen verfolgen wir ihn auch einfach mal.
Bin ich immer noch untergetaucht? Ich habe das Gefühl, ne. Nein. Oh, wir haben einen Checkpoint erreicht. Von allen Errungenschaften Mehmeds halte ich inzwischen den Bazar für eine der besten. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Der geht wieder zurück, ne? Oh Mann. Meine Hochachtung für die glorreichen Janitscharen. Lungert hier nicht rum. Lungert hier nicht rum. Was machen? Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Wie geht es euch? Ich habe schon seit Wochen die Kinder nicht mehr gesehen, weil so viel zu tun ist. Sind sie immer noch die kleinen Derwische? Ein Hoch auf unsere Brücke. Gute Idee, den Typen hier zu folgen. Es ist ein wichtiges Treffen. Sorgt dafür, dass niemand mir folgt. Die Diplomatie erfordert ein gewisses Maß an Verschlagenheit. Ja, ich habe aber auch die Bereitschaft davon. Als ich ein junger Mann war, gab es genau hier einen Bäcker, der den ganzen Tag frisches Simit verkaufte. Jeden Tag. An meinen freien Tagen kaufte ich oft 2 oder 3 davon. Eine Schande, dass nichts Gutes von Bestand ist. Vielleicht. Sterben, Assassine! Was ist denn mit dem los? Das Reich ist krank. Und bei... Es schmerzt mich, das zu sagen. Der Krankheitsherd. Sultans ruhmreiche Krieger. Ich habe gerade leider falsche Taste gedrückt. Salam und Aleikum, Verteidiger des Glaubens. Leider. Salam und Aleikum, Hauptmann. Komm, geh mal dahin. Komm, komm, komm. Dieser Knall ging knapp. Durch und durch. Da macht aber jemand ernst. Was noch? Sehr schön abgelenkt. Haben wir auch noch vielleicht die volle Synchronisation? Wie ist, wenn ihr vorgeht? Habt ihr nie untertauchen gelernt, oder was? Ach, plötzlich auf dem Gang, merkt, ist voll unauffällig, Freunde. Wohin gehst du denn jetzt? Checkpoint erreicht, das ist schon mal gut. Ihr da, ich komme morgen wieder. Und wenn ihr bis dahin nicht all diesen ausländischen Unrat entsorgt habt, werde ich ihn persönlich konfiszieren und in den Bosporus werfen. Räumt den Weg! Scheitern! Oh.
So leicht kommst du nicht nach Hause. Pechkalade! Lauft! Lauft! Steht mir nicht. Ein echter König. Eure Feinde sollten mit der Flucht Harika, beginnen. Lasst uns beginnen. Gut weggelockt, Gott sei Dank. Also dann checkt er relativ wenig. Beschütze mich. Salamun alaikum, edler Herr. Ach, verdammt. Wieso? Plötzlich hört es auf und der dreht sich um. Ach, verdammt. Ich hätte nicht mitgehen dürfen. Gibt es ein Problem, Herr Wachtmeister? Herr Wachtmeister. Gibt es ein Problem, verehrte Schutzmänner? Ich gehe mal über die Dächer. Ich hoffe, er kommt in Frieden, edler Herr. Was sagt er? Manuel stimmt dem Treffen mit euch zu, Tarik. Er wartet am Tor des Arsenals. Ein eifriges altes Wesel, nicht? Kommt. Ja, damit hätten wir zumindest schon mal die erste Erinnerung fertig. 100% sogar, sehr gut. Als ich sah, dass wieder mehr Pilger in die alten Kirchen kommen. Wenn ihr hier bleibt, muss... Meine Güte, lernen aber auch nicht dazu, Freunde, oder? Oder ist das nur so mein Gedanke? Ist das nur so mein Verständnis? Also er trifft sich mit jemandem, Tarik. Das ist schon mal sehr verdächtig. Gucken wir mal, was so abgeht. Kann man irgendjemanden verbessern? Wie viel EP? Oh, das gibt 3000 EP, das wäre schon auf jeden Fall schon stark.
Okay. Dann gucken wir mal weiter. Das ist hier in den nicht. Genau. Jetzt habe ich noch genau 3 und das ist eigentlich immer gut, wenn man noch genau 3 hat. Guck ich mal mit den Bomben, was gibt's da so? Na, ich nehme die Kirchkühlerbomben, lasse ich mal drin. Ja. Alles klar.